Sie sollte nur ein Provisorium sein und prägte doch über Jahrzehnte die Bundesrepublik, die westdeutsche Hauptstadt Bonn. Die Bonner Republik ist längst Geschichte. Der Umzug der Regierung vom Rhein an die Spree ist in diesen Tagen ein Vierteljahrhundert her. Die Bilder zeigen ebenfalls eine vergangene Zeit, wie hier 1984 das berühmte Bundesbütchen, der Treffpunkt für Politikerinnen und Politiker im Bonner Politbetrieb. Bundeskanzler Kohl ließ sich die Brötchen dort holen. Der grüne Joschka Fischer kaufte sich am Kiosk die neuen Asterix-Comics. Was übrig geblieben ist vom Charme der Bonner Republik und welche neue Zeit, in der nun Bundesstadt angebrochen ist, zeigt uns mittendrin in Bonn mein Kollege David Zajons. Ein Kiosk im Zentrum der Macht. Hier am Bundesbütchen kauften früher Minister und Abgeordnete ihre Brötchen, Zeitungen, Zigaretten. Jürgen Rausch hat das Bütchen in den 80er Jahren von seiner Mutter übernommen. Stolz zeigt er mir eine persönliche Widmung von einem seiner Kunden, Helmut Kohl. Die alte Bonner Republik. Die Bescheidenheit, die Einfachheit, gucken Sie sich das an. Ist da ein Pomp, ist da ein Luxus? Das war damals modern, 1957. Deswegen wurde es so gemacht. Und das hat gereicht. Das ist eine Philosophie. Zu Ehren des Bütchens, das inzwischen einen neuen Betreiber hat, veranstaltet Jürgen Rausch eine kleine Feier. Johanna Bittner-Kelber hat früher ganz in der Nähe gearbeitet, für einen Abgeordneten. Später dann im Bundeswirtschaftsministerium. Vor 25 Jahren verlegte ihr Ministerium den Hauptsitz von Bonn nach Berlin. Zunächst war es ein Schock, weil man richtet sich ja eigentlich darauf ein, dass man an einem Ort bleibt, wenn man angefangen hat zu arbeiten. Ja, und für mich persönlich war es natürlich besonders schwierig. Ich war alleinerziehend und meine Mutter war krank. Das war auch der Grund, weswegen ich nicht umziehen musste. Viele Kollegen aber gingen in die neue Hauptstadt. Sie ist gependelt. In einigen Zeiten war es dann, wenn es besonders hektisch war, so, dass ich bis zu dreimal die Woche nach Berlin geflogen bin. Und da ist man immer morgens um 5 los und ist abends um 8:30, 9 erst wieder zu Hause gewesen. Dieser Pendelverkehr ist in Zeiten von Videokonferenzen weniger geworden. Es gibt ihn aber noch. 6 von insgesamt 15 Ministerien haben heute ihren Hauptsitz in Bonn, darunter das Bundesumweltministerium. Auch andere Ministerien haben hier Mitarbeiter. Außerdem sind viele Bundesbehörden in der Stadt. Und es ist etwas dazugekommen. Das will mir die Oberbürgermeisterin zeigen. Ein paar Meter vom Bundesbütchen entfernt, das World Conference Center. Hier hat beispielsweise die Weltklimakonferenz 2017 stattgefunden. Der frühere Plenarsaal des Bonner Bundestages ist in das moderne Konferenzzentrum integriert. Also ich bin 1995 zum Studium hier hingekommen und meine Freunde haben gesagt, warum machst du das? Da gehen doch jetzt die Lichter aus. Und ich bin sehr glücklich, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern Bonn hat sich wirklich gut entwickelt, ist heute die UN-Stadt, hat sich als internationale Stadt entwickelt. Das merkt man auch. Die UN sitzen unter anderem im Langen Eugen, wie dieses Hochhaus genannt wird. Da, wo früher die Büros der Bundestagsabgeordneten waren. Etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Vereinten Nationen in Bonn. Eine von ihnen, Paula Padrino-Vilela. Sie arbeitet für die UN-Organisation zur Bekämpfung von Wüstenbildung. Und sie nimmt mich mit auf eine kleine Tour durchs Gebäude, in Sitzungssäle, die an das alte Abgeordnetenhaus erinnern. Seit 1,5 Jahren arbeitet die Spanierin hier. Zuvor war sie in Metropolen, New York, London, Rom. Für mich fühlen sich Bonn, Köln und die ganze Region wie ein einziger Ort an. Bonn ist wie ein Stadtteil. Als ich in Rom gelebt habe, habe ich eine Stunde gebraucht, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Haus zur Arbeit zu kommen. Hier brauche ich von Köln nach Bonn 30 Minuten. Auf dem Dach des Langen Eugen hat man einen besonders guten Blick über die Stadt. Und auf dieses kleine Bütchen da unten. Kennt sie das überhaupt? Du meinst den Kiosk da drüben? Ja, dort und bei den Foodtrucks hole ich mir meistens mein Mittagessen. Mehr wisse sie nicht darüber. Als ich erzähle, dass dort auch schon viele Spitzenpolitiker ihre Mittagspausen verbracht haben, passt das perfekt in ihr Bild von Bonn. Bonn hat immer wieder diese kleinen historischen Geschichten, die plötzlich auftauchen. Wenn man genau hinsieht, findet man etwas Neues. Ich wusste nicht, dass der Ort, wo ich jeden Tag meinen Kaffee kriege, historisch ist. Das alte Bundesbütchen. Es hat auch im neuen Bonn seinen Platz gefunden.